Cuba Información. Vengo disparando luz, disparando vengo. ¿Y qué piensas tú? Un camino complicado, difícil. Es un complicado y difícil Weg. El gran reto, la primera tarea, es la tarea económica. Die erste große Herausforderung dieses Ziels ist die Wirtschaft. Necesitamos transformar la base económica del país. Wir müssen die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Landes transformieren. Se elimine o no el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Egal, ob die Blockade der USA gegen Kuba aufgehoben wird oder nicht. Se trabaja intensamente por buscar alternativas para el desarrollo económico del país. Wir arbeiten intensiv auf der Suche nach Möglichkeiten, um die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes voranzubringen. El plan de desarrollo hasta el 2030 define cuáles son los sectores estratégicos de desarrollo del país. Und der Entwicklungsplan bis zum Jahr 2030 definiert, welche Bereiche in diesem in der Wirtschaft wichtig sind. Entre ellos la el desarrollo del turismo. Wie zum Beispiel die Entwicklung des Tourismus. El desarrollo de la industria electrónica. Die Entwicklung der Elektroindustrie. La industria biotecnológica. Die Biotechnologien, la agricultura como sustento principal de la seguridad alimentaria del país, wichtigste Grundlage der Nachhaltigkeit der Ernährungssituation unseres Landes, y algunas otras industrias que deberemos fortalecer y desarrollar hacia el 2030. Und auch einige andere Industriezweige, die wir bis zum Jahre 2030 auf jeden Fall stärken wollen. Fortalecer todo el andamiaje industrial y los sectores que propicien exportaciones. Es geht auch darum, den industriellen Sektor zu stärken und den Exportbereich. O que contribuyan a sustituir importaciones de productos hacia Cuba. Oder auch den Bereich, der dazu dient, dass Importe aus dem Ausland reduziert werden können oder nicht mehr notwendig sind. De manera que el país pueda desarrollar sectores estratégicos para fortalecer esa economía. Das heißt, damit das Land strategische Faktoren, Sektoren entwickeln kann, damit sich das Land weiterentwickelt. Y cumplir con su objetivo de hacer una distribución social más amplia y también más equitativa. Und damit eine soziale Gleichheit, gleiche Verteilung aufrechterhalten werden kann. No es posible repartir lo que no se tiene. Man kann natürlich nicht das verteilen, was man nicht hat. Entonces, primero tenemos que trabajar por fortalecer esa economía. Das heißt, zuallererst müssen wir darum dafür sorgen, dass die Wirtschaft gestärkt wird. Ahora, ese proceso no puede estar alejado también del fortalecimiento ideológico. Dieser político. Prozess darf natürlich nicht losgelöst geschehen von der ideologischen Stärkung. Podemos ser prósperos como sociedad y no socialistas. Wir können als Gesellschaft aufblühen, aber nicht sozialistisch sein. Entonces, es la combinación de esa satisfacción de las necesidades materiales crecientes de la población. Das heißt, einerseits geht es um die wachsende Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung. Con el fortalecimiento de una conciencia, un pensamiento, una cultura diferente, socialista, más pensado no solo desde el individuo, sino también desde el bien colectivo. ¿No? Um die Stärkung des sozialen Bewusstseins nicht so sehr von der Ebene des Individuums, sondern eben von der Gesellschaft als Ganzes ausgehend. Ahora, en ese camino hemos tenido que ir experimentando también transformaciones en nuestra concepción de la economía. Hier mussten wir natürlich auch Veränderungen unserer Konzepte vornehmen, was die Wirtschaft angeht. En un momento determinado, la política de bloqueo, la defensa de la economía del país nos obligó prácticamente a que todo el sector económico fuera estatal. Und die Wirtschaftsblockade und unsere wirtschaftliche Situation haben uns gezwungen, einen staatlichen Wirtschaftssektor beizubehalten. Eso en determinado momento fue positivo, pero con el paso del tiempo demostró también sus debilidades. Zu einem gewissen Zeitpunkt war das notwendig und richtig, aber mit der Zeit sind hier natürlich auch Schwachpunkte sichtbar geworden. Y se han abierto en los últimos años nuevas posibilidades para el desarrollo del trabajo privado, de las cooperativas. Und in den vergangenen Jahren sind ja Möglichkeiten geschaffen worden für private Arbeiten, für die Genossenschaften, für die Kooperativen. En aquellos sectores que no son estratégicos para la economía del país. In den Bereichen, die nicht von strategischer Bedeutung für die Wirtschaft sind. El país, el Estado sigue manteniendo el control sobre los sectores más importantes y estratégicos de la economía.
Der Staat hat weiterhin die Kontrolle über die wichtigsten, sozial wichtigsten Sektoren der Wirtschaft. Pero abierto posibilidades de trabajo privado en más de 200 actividades. Aber es gibt cooperativas en cerca de 30, 40 actividades diferentes. Über 200 Berufe und 30 bis 40 kooperative Möglichkeiten, Kooperativen aufzubauen. Y el último congreso del partido aprobó la posibilidad de experimentar, comenzar con la pequeña y la mediana empresa en Cuba. Und der letzte Parteitag hat auch die Möglichkeit eröffnet, kleine und mittelständische Unternehmen in Kuba zu eröffnen. Algo que los alemanes entienden muy bien porque das ist etwas, was die Deutschen, la economía glaube ich, alemana tiene una fortaleza en la pequeña y la mediana empresa, no, toda la mediana empresa. Wo es also angesichts der Situation, dass in Deutschland also viele kleine und mittelständische Unternehmen gibt. Y es un camino por el que comenzamos ahora a transitar. Und das ist ein Weg, den wir jetzt neu beschritten haben, angefangen haben zu beschreiben. En el que no estamos apresurados en cómo ir implementando eso, aunque sí urgidos de que eso tenga un resultado positivo. Und wir wollen hier auch nicht zu schnell vorangehen, also nicht übers Ziel hinausschießen, aber natürlich Schritt für Schritt unseren Weg gehen. A la vez fortaleciendo el sistema tributario para que estos trabajadores privados y cooperativas tributen también a esa distribución social. Gleichzeitig soll natürlich das Steuersystem gestärkt werden, das heißt, dass diese kleinen und mittleren Unternehmen auch ihren steuerlichen Beitrag zur Entwicklung unseres Landes leisten sollen. Y con el objetivo claro de que se trata de opciones de trabajo y de desarrollo individual que no implican un reconocimiento de la acumulación de riquezas como objetivo social. Und es geht natürlich darum, auch dass diese kleinen Unternehmer oder diese Einzelunternehmer dass diese Möglichkeit nicht dazu führen soll, großes Kapital anzuhäufen. No pretendemos que se creen grandes diferencias de clases sociales. Es geht nicht darum, große Klassenunterschiede zuzulassen, ganz im Gegenteil. Ni que se creen, ni que aparezcan los multimillonarios en Cuba. Und es sollen auch keine Multimillionäre in Kuba sein. Sino que haya diferentes expresiones de la economía. Sondern es geht darum, dass es verschiedene Ausdrücke der Wirtschaft que convivan gibt, entre sí, die untereinander gleichzeitig nebeneinander existieren. Pero en el que la empresa estatal sigue siendo la gran base de la economía cubana. Aber der staatliche Betrieb soll weiterhin die Grundlage unserer Wirtschaft sein. Si no hace nada el Estado administrando un restaurante o una barbería o un pequeño negocio de servicio, que lo puede hacer un particular y el Estado lo que recibe es el tributo que invierte después en la educación, en la salud, en las conquistas sociales. Warum soll der Staat die Kontrolle über kleine Unternehmen wie Friseure oder Restaurants übernehmen, wenn das auch jemand aus der privaten Hand machen könnte und dann der Staat natürlich seine entsprechenden Leistungen auf der Steuerebene und so weiter einfordert? Es un camino complicado, sí lo es. Das ist ein komplizierter Weg, auf jeden Fall. En parte desconocido también lo es. Und bis zu einem gewissen Grade ist er auch für uns unbekannt. Fidel decía, Fidel sagte, algunos años antes de morir, vor einige Jahre vor seinem Tod, que pensábamos alguna vez cómo se hacía el socialismo. Wir haben immer überlegt, wie machen wir den Sozialismus. Y nos dimos cuenta que del socialismo no sabíamos nada. Und wir haben gemerkt, wir wussten nichts vom Sozialismus. Que el socialismo teníamos que empezarlo a construir de nuevo. Wir mussten den Sozialismus erneut von vorn neu aufbauen. Y en ese camino andamos los cubanos. Und auf diesem Weg befinden wir uns als Kubaner. Convencidos de que solo el socialismo. Und wir sind überzeugt, dass nur der Sozialismus. Ha hecho posible la dignidad del pueblo cubano. Ermöglicht hat, dass das kubanische Volk seine Würde hat. Ha hecho posible que nuestro pequeño país haya subsistido frente a las amenazas. Und dass unser kleines Land den Bedrohungen des Gegners widerstanden hat, des Systemgegners. Y que solo el socialismo ha permitido el desarrollo de un país que hace 60 años tenía casi 60% de analfabetismo y hoy tiene más de 1,5 millones de graduados universitarios. Der Sozialismus es ermöglicht hat, in einem Land, das vor 60 Jahren noch 60% Analphabetentum hatte, heute so viele Abgänger hat, so viele Graduierte hat von wissenschaftlichen Einrichtungen. Porque tenía más de 60 niños muertos por cada 1,000 nacidos vivos.
Mehr als 60 von 1000 lebend geborenen verloren ihr Leben. Y lleva ya varios años teniendo menos de 5 niños fallecidos por cada 1000 nacidos vivos. Jetzt, de 60 a 5. Konnte diese Zahl bis auf unter 5 reduziert werden, ja? 5 auf 1000 lebend geborene weniger als 5. Una estadística que la alcanzan muy pocos países en el mundo, solo los más desarrollados. Das ist eine Statistik, die nur sehr wenige in der Länder in der Welt erreichen, eigentlich nur die am entwickeltsten sind. Entonces nuestra aspiración fundamental es tener una mejor economía. Also unsere Hoffnung, unser Wunsch, unser Ziel ist eine bessere Wirtschaft. Una vida más satisfactoria para todos los cubanos. Ein zufriedenstellenderes Leben für alle Kubaner. Pero una sociedad que preserve ante todo los valores sociales, eine Gesellschaft vor allem, die sozialen Werte las conquistas de la salud, la educación, la seguridad social, los derechos que han adquirido los cubanos, auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, des Bildungswesens. Y que también bueno, pues muestre o llegue a alcanzar un desarrollo social que muestre que el socialismo sí es viable. Und wir hoffen, dass es uns gelingt zu zeigen, dass der Sozialismus ein gangbarer Weg ist. Y que sigue siendo la gran meta y la gran aspiración und das ist das große Ziel der Menschheit ist. Esa es una preocupación que es histórica. Siempre, das ist eine Sorge, die schon historischen Wert hat. Siempre las generaciones mayores nos hemos preocupado mucho de los jóvenes. Die älteren Generationen machen sich immer Sorgen um y siempre nos preocupa si los jóvenes van a ser como nosotros. Und auch die Sorge, werden die Jungen so sein, wie werden sie Jungen so werden wie wir? Y yo creo que la generación joven de Cuba es mucho mejor que la nuestra y que las que nos antecedieron, porque están más preparados. Unsere jugendliche Generation ist viel besser als wir es waren und die Generation más vor educado, uns. Sie sind viel besser ausgebildet. Tienen muchas más posibilidades de desarrollo que las que tuvimos nosotros. Sie haben viel mehr Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sich zu entfalten, als wir es hatten. Nuestro gran reto está en que ese nivel educacional, esa formación, unsere große Herausforderung ist, dass dieses ese talento que tienen los jóvenes, dieses Talent, das die jungen Leute haben, encuentren su expresión en nuestra sociedad, ihren Ausdruck finden in Satisfacción unserer Gesellschaft, en nuestra sociedad, dass sie in unserer Gesellschaft ihre Zufriedenheit finden. Y eso pasa precisamente por desarrollar nuestra economía. Und das passiert eben mit der Entwicklung unserer Wirtschaft. La gran batalla que estamos dando no es por las generaciones nuestras, es por las que vienen detrás. Den Kampf, den wir gegenwärtig führen, der ist eigentlich nicht wegen uns, sondern wäre wegen der Generation, die uns folgt. Porque ellos tengan una Cuba mejor que la que nosotros hemos tenido. Damit sie ein besseres Kuba erleben können, als wir es leben konnten. Que no es la Cuba que hemos querido. Das ist nicht das Kuba, was es la Cuba que hemos podido tener en medio de las circunstancias de agresión, de bloqueo. Sondern das ist das Kuba, was wir haben konnten inmitten der Blockade, inmitten der Situation, die wir zu meistern haben. De nuestros propios errores también. Mit unseren eigenen Fehlern natürlich. Y lo que queremos es que esos jóvenes encuentren satisfacción a sus aspiraciones und de vida y de desarrollo en Cuba. Diese Jugendlichen ihre Zufriedenheit, ihre Bestätigung finden innerhalb unseres kubanischen Landes. Nos pasa con muchos jóvenes como pasa en muchos lugares del tercer mundo. Das was mit unseren Jugendlichen, was wir bei unseren Jugendlichen sehen, sehen wir auch bei Jugendlichen der emigran buscando mejores condiciones de vida, Welt, die das más Land desarrollo profesional, verlassen, um bessere berufliche Möglichkeiten zu finden. Y nosotros tenemos que tratar de que nuestro desarrollo económico, social, científico esté a la altura de las expectativas de esos jóvenes. Und unsere Aufgabe ist, dass die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir unseren jungen Leuten in Kuba bieten wollen, ihren Vorstellungen entspricht. Y además entendiendo también que la dinámica de hoy es una dinámica también migratoria, es decir, las personas man emigran, muss natürlich auch sehen, regresan. Dass die Dynamik heute, die Lebensdynamik darin besteht, das Land zu verlassen, wieder zurückzukommen. El país cambió su ley migratoria. El país cambió su ley migratoria. Das unser Land hat ja auch das Migrationsgesetz verändert. Que permite también a las personas estar en el exterior y regresar al país. Das heißt, man kann unser Land verlassen, man kann wiederkommen. Viajar libremente. Man kann frei reisen. Más del 90% de los que han viajado, que son cientos de miles en los últimos 4 años, han viajado al exterior y han regresado al país. Mehr als 90% derer, die unser Land verlassen haben und gereist sind, lo sind wieder zurückgekommen. Demuestra que es una falacia decir que los jóvenes cubanos están emigrando en masa. Was also auch zeigt, dass die Abwanderung der Jugendlichen keine Massenerscheinung ist. Hay muchos que van, conocen el mundo, viajan y después regresan a Cuba. Wollen reisen, wollen die Welt kennenlernen und danach zurückkommen. Y también en los últimos años se ha dado un fenómeno de retorno.
Und es gibt in den letzten Jahren auch immer wieder Anzeichen davon, dass Tausende von ehemaligen Bürgern wieder zurückkommen wollen in unser Land. De ellos, ya personas mayores que quieren regresar a pasar sus últimos años en Cuba. Einerseits Personen, die schon jetzt etwas älter sind und also ihren Lebensabend verbringen wollen. Otros que emigraron y al final no encontraron sus expectativas en el exterior y decidieron regresar al país. Oder andere, die ausgewandert sind, weggegangen sind von uns, aber gemerkt haben, dass es ihnen nicht so gut gefällt, dort wo sie hingegangen sind und wieder zurückkommen wollen. Pero es cierto que hay un grupo de jóvenes profesionales, talentosos, buenos, que han emigrado y que están hoy, después que se educaron en Cuba y se recibieron gratuita su educación, pues, brindando su talento en otros lugares. Aber es gibt natürlich auch Jugendliche, das ist natürlich auch Tatsache, die bei uns kostenlos eine Ausbildung genossen haben und die dann mit ihrer Ausbildung, mit ihrem Abschluss in andere Länder gegangen sind und dort ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben. Es una preocupación permanente, se acaba de discutir en el Parlamento ese tema de la emigración de jóvenes profesionales. Im Nationalkongress diskutiert, im Parlament diskutiert. Y es un asunto que tenemos que seguir debatiendo, analizando. Und das ist ein Punkt, den wir weiterhin debattieren, besprechen müssen. Pero como mismo pasa eso, hay muchísimos jóvenes que están en la producción, aber en la ciencia, sehr viele Wissenschaftler, junge Leute in der Produktion, en los servicios, in der Wissenschaft, in den Diensten. Y que a veces uno se pregunta, bueno, a veces uno piensa que son apolíticos o que no quieren participar. Und manchmal denkt man, die sind gar nicht politisch eingestellt, haben kein politisches Interesse. O que a lo mejor están demasiado concentrados en sus teléfonos y en sus series de televisión. Telefon, an das Handy denken oder an ihre Fernsehserien. Sin embargo, en momentos de circunstancias cruciales para el país. Aber trotzdem, wenn es dann zu wirklich wichtigen Situationen für unser Land kommt, han salido también a demostrar su deseo de participar y defender a la revolución. Haben sie gezeigt, dass sie willens sind, unsere Revolution zu verteidigen. Yo me emocioné mucho en los días de la muerte de Fidel. Ich war tief bewegt, als Fidel gestorben ist. Porque por supuesto más allá de la conmoción de la muerte de Fidel para Denn todos nosotros. Abgesehen von der tiefen Bewegtheit natürlich, die jeder gespürt hat durch das Ableben von Fidel. Lo que más nos impactó fue que quienes salieron a las calles primero que nadie, quienes se movilizaron a rendirle tributo a Fidel, quienes salieron a decir yo soy Fidel, fueron en primer lugar los jóvenes. Aber es waren vor allem die Jugendlichen oder zuallererst die Jugendlichen, die auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, ich vermisse Fidel, ich möchte mich von ihm verabschieden und sie haben auf der Straße ihre Gefühle gezeigt. Muchos de los cuales no vieron como yo a Fidel, el líder, el de los discursos, el de meterse en cualquier lugar, en el campo, en una fábrica. Viele von ihnen haben nicht Fidel erlebt, so wie ich ihn erlebt habe, ja, oder sind mit ihm unterwegs gewesen oder haben Proben bestanden. Solo lo conocieron por lo que sus padres le dijeron Fidel, o por los artículos de Fidel en estos años. Eigentlich nur durch ihre Eltern kennengelernt oder durch die Artikel, die er in den letzten Jahren geschrieben hat. Sin embargo, salieron miles y miles a la calle a decir, aber trotzdem sind yo soy Fidel, yo soy la revolución. Von ihnen auf die Straße gegangen und haben gesagt, ich bin Fidel, yo soy Fidel. Entonces, nuestro gran reto es que esos jóvenes se sientan also unsere partícipes de la revolución, hacedores de la revolución. Forderung ist, dass sich diese jungen Leute als Teilnehmer, als Beteiligte an unserer Revolution fühlen. Y que cada vez más ocupen posiciones, puestos de relevancia dentro. Und dass sie dann auch entsprechend Aufgaben, Funktionen in unserem desarrollo del país. Prozess in der Entwicklung und bei der Entwicklung unseres Landes einnehmen. Y es una situación también difícil, compleja, porque pasa por las ideas. Und das ist natürlich auch eine schwierige, komplizierte Situation. Es geht ja um Ideen. Es más fácil hacer 100 tornillos o tuercas. Es ist einfacher, 100 Schrauben oder Nägel herzustellen. Que trabajar con 100 mentes de jóvenes, ¿no? Mit 100 jungen Köpfen zu arbeiten. Y nosotros tenemos que aspirar a que ellos vivan mejor y sean capaces de seguir la revolución hacia adelante. Wir wollen natürlich, dass sie besser leben und dass sie auch die Idee der Revolution weitertragen. Eso es un compromiso también con nuestros hijos. Das ist auch eine Verpflichtung, die wir unseren Kindern gegenüber haben. Buena parte del financiamiento público, no hablemos de los que destinan los servicios especiales de Estados Unidos ein hacia Teil Cuba. Der öffentlichen Gelder, ich rede jetzt nicht von den anderen, die sonst noch fließen, ein Großteil der öffentlichen Gelder, die von den son USA kommen, hacia programas destinados a
formar líderes jóvenes, sind darauf gerichtet, jugendliche Funktionäre heranzubilden, professionelle Jugendliche heranzubilden. Y una buena parte de ellos están destinados a programas de subversión. Und ein Großteil geht natürlich auch in a través del uso de los medios digitales, de la internet. Unter Nutzung der digitalen Medien, Internet und so weiter. Porque en la concepción de Estados Unidos ese es el vehículo más importante para comunicarse con los jóvenes. Denn für die USA ist das weiterhin das wichtigste Verbindeglied, um sich mit den Jugendlichen in Kuba in Verbindung setzen zu können. No necesitan tanto ya y se alejan un tanto a veces de sus antiguos líderes opositores. La vieja política hacia Cuba. Nicht mehr so auf die Oppositionsrolle zurück, ja, was sie auch immer mal gemacht haben. Y lo que tratan es de crear fachadas de nuevos líderes juveniles. Sie wollen also das Bild neuer jugendlicher Führer, Funktionäre. De que el interés norteamericano es que los jóvenes cubanos tengan acceso libre al internet, a la información. Dass also das Interesse der USA darin besteht, dass die kubanischen Jugendlichen auch gleichberechtigten Zugang haben zum Internet zum Beispiel. Y utilizar, por supuesto, ese vehículo como manera de entronizar dentro de la sociedad cubana. Und das wird natürlich dann auch als Mittel genutzt, um in die kubanische Gesellschaft einzudringen. Toda la poderosa industria cultural simbólica que tiene Estados Unidos. Um die ganze Medienmaschinerie, die die USA haben, dann in Kuba auch wirksam werden zu lassen. Y que es su manera, como decía Volker, de tratar de cambiar la mentalidad de los jóvenes cubanos. Was also ihr Weg ist, um zu versuchen, die Mentalität unserer jungen Kubaner zu verändern. En ese mismo camino han estado financiando directamente desde Estados Unidos o a través de terceros países, fundamentalmente de Europa. Und man hat also versucht, direkt von den USA oder auch über Drittländer in Europa finanzielle Mittel fließen zu lassen. Proyectos de formación de líderes juveniles. Um auch Projekte, Bildungsprojekte für diese jungen Funktionäre ins Leben zu rufen. Proyectos de atracción y formación de periodistas jóvenes. Wo es also auch darum geht, vor allem junge Journalisten mit ins Boot zu holen. Y también han financiado proyectos mediáticos hacia Cuba. Und es wurden auch Medienprojekte in Richtung Kuba finanziert. O sea que su objetivo único es Cuba. Das einzige Ziel ist also Kuba. Por ejemplo, Radio Nederland. Und das Radio Niederlande zum ha Beispiel estado financiando un espacio que se llama El Toque. Hat zum Beispiel ein Programm finanziert, das heißt El Toque. Que es dedicado exclusivamente a Cuba. Was sich nur ausschließlich Kuba widmet. Me gustaría saber si para los holandeses el objetivo más importante que hay en América Latina o el país más importante que hay en América Latina es Cuba. Ich weiß nicht, ob Kuba das wichtigste Land für diese Leute que ist. Que su gobierno se gasta el dinero en un sitio de comunicación ja, das, exclusivo para Cuba. Dass Holland sich dort wirklich ein Ziel nur, was auf Kuba ausgerichtet ist, leisten kann. O que se organice, la BBC hubiera tenido también un blog oder BBC dentro de la BBC solo para Cuba. Blog nur für Kuba. Cuando Cuba es uno de los países quizás más pequeños de América Latina. Kuba es, gehört zu den kleinsten Ländern. De los que menos comercio y relaciones tiene con el Reino Unido. Zu den kleinsten Ländern Lateinamerikas und hat eigentlich ist eines der Länder, was die wenigsten Beziehungen zu Großbritannien hat. Y así otros ejemplos de espacios que han ido construyendo con financiamiento de gobiernos europeos o del gobierno de los Estados Unidos. Noch weitere Beispiele bringen, wo also die Finanzierung mit den Regierungen in Europa oder in den USA erfolgt ist. Espacios privados de comunicación en Cuba. Um also auch dort die privaten Kontakte in Kuba. Cuyo objetivo fundamental es demostrar que el Estado es ineficiente, que el sistema no sirve, que hay que cambiarlo. Es soll gezeigt werden, der Staat ist ineffizient, das System funktioniert nicht. O fomentar otros espacios que intentan, como se hizo también en Europa en algún momento, en la época de la Guerra Fría. Oder dass man versucht, Räume zu eröffnen, wie es in den Zeiten des Kalten Krieges in Europa war. Crear organizaciones supuestamente más a la izquierda que el gobierno revolucionario. Dass Organisationen geschaffen werden, die scheinbar linker sind als die eigentlichen linken Organisationen. Y que desde posiciones supuestamente socialistas. Und mit vorgeschobenen sozialistischen Positionen pues lo que hacen es atacar las posiciones
de Cuba, de su gobierno. Unsere Meinungen, unsere Standpunkte als Kuba, als kubanisches Land. Y pensar antreffen. En la idea de una tercera opción que reúna lo mejor del capitalismo con lo mejor del socialismo und para sagen, una sociedad ideal que nadie ha logrado construir. Von einer sogenannten dritten Möglichkeit sprechen, das Beste aus dem Sozialismus und das Beste aus dem Kapitalismus zusammenzufügen, was aber keinem gelingt. Frente a eso, la única alternativa es nosotros seguir fortaleciendo nuestros medios de comunicación públicos. Unsere Alternative dazu ist natürlich, die öffentlichen Medien unsererseits bei uns zu stärken. Mejorar la formación profesional de nuestros periodistas. Auch die berufliche Ausbildung unserer Journalisten zu verbessern. Flexibilizar aún más el funcionamiento de nuestros medios de comunicación. Unsere Medien zu flexibilisieren. Acercar cada vez más la agenda mediática, la agenda de los medios, a la agenda popular, a los problemas y las preocupaciones de nuestro pueblo. Die Medien noch näher an die Probleme unseres Volkes heranzuführen. Reflejar las cosas positivas que hace la sociedad cubana. Auch zu zeigen, welche positiven Dinge in unserer Gesellschaft passieren. Pero también mostrar los errores, los problemas, aber eben auch las dificultades que tenemos. Die Fehler und die Schwierigkeiten darzustellen. Y convertir a los medios de comunicación como deben ser en una conciencia crítica de la sociedad. Und die Medien also zu einem kritischen Teilhaber unserer Gesellschaft zu machen. Pero con el objetivo claro de que su papel es contribuir desde ese trabajo a tener una mejor sociedad, una mejor revolución. Aber mit dem Ziel eben eine bessere Gesellschaft, eine bessere Revolution zu erreichen. Y no a convertirnos en el látigo. Und nicht zum sino en los movilizadores de la sociedad. Zum Látigo, zur Peitsche unserer Gesellschaft zu werden. Y bueno, agradecer que está acá la representación de nuestros hermanos venezolanos. Und ich sehe, hier sind auch unsere llegado, aus Venezuela acá. Anwesend. Herzlich willkommen. Y que saben muy bien und sie wissen sehr gut lo que significa la puesta en práctica de esa avalancha mediática distorsionadora, manipuladora, diese Manipulation contra un proceso progresista, Medienkampf gegen den fortschrittlichen Prozess in Kuba, in Venezuela zu führen, en la que también ahora parece desde Alemania o desde Estados Unidos o desde el Reino Unido o desde cualquier lugar del mundo que Venezuela es el lugar más importante del mundo al que hay que dedicarle todas las páginas. Und jetzt scheint es ja so, dass die USA, Deutschland, Europa, was auch immer, wirklich Venezuela als dem wichtigsten Land der Welt die größte Aufmerksamkeit schenken. Y que hay que acabar con la dictadura venezolana. Und dass man die venezolanische Diktatur beseitigen muss. Y por eso es tan importante también, como lo han hecho ellos, reforzar el papel de los medios de comunicación. Deswegen ist es auch ganz wichtig, was Sie gemacht haben, die Rolle der Medien zu stärken. Tener a las fuerzas revolucionarias movilizadas en las redes sociales. Die revolutionären Kräfte zu mobilisieren, auch in den Medien zu stärken. Y no dejar de dar la batalla ni un solo minuto. Und den Kampf nicht einen Moment außer Acht zu lassen. Pero bueno, eso el embajador le va a hablar mejor que yo. Aber das kann der Botschafter besser.